Hey Leute! Ihr habt wirklich mein Postfach überflutet mit dem Diamond Painting Adventskalender. Das einzige Mal, als ich Diamond Painting gemacht habe, war auf meinem ASMR-Kanal. Ansonsten weiß ich nicht, woher dieser Hype kommt. Erster Anblick, schön weihnachtlich. Und jetzt machen wir das Baby auf. Oh mein Gott, der sieht ja so cute aus. Also auch extrem kitschig, aber auf diese wirklich gute Art kitschig. Auf diese, es kribbelt in meinem Bauch und ich habe Kindheitserinnerungen kitschig. Es kribbelt in meinem Bauch. Ich habe einfach schon viel zu viele Kalender ausgepackt. Ich sag's euch, wie es ist. Optisch. Sehr schön. Ich habe natürlich wieder eine zweite Kamera. Hallo. Weil ich mal ganz stark vermute, dass wir heute Diamond Painting machen. Und ob wir damit richtig liegen, finden wir jetzt heraus. Wir fangen an mit Türchen Nummer 1. Diamond Painting. Ach so, oh mein Gott. Was ist denn los? Es ist sehr früh. Ich habe noch nie so früh gedreht. Bevor ich jetzt zu oft Diamond Painting oder Picmondo sage, ich glaube, das Ding ist von Picmondo. Dieses Video ist nicht gesponsert und jetzt alle zusammen, dieses Video ist nicht gesponsert. Ich ziehe das auch nach 6 Wochen noch durch. Irgendwas gab es noch. Der Preis. Er ist ausverkauft und wir haben gerade mal Anfang November. Also da steht 199,95 durchgestrichen, 129,97. Wahrscheinlich ist das der Warenwert. Ich habe mich schon gewundert, als ihr mein Postfach so voll gespammt habt damit. Ist Diamond Painting so ein krasses Ding? Ich habe vor 2 Jahren erst so Malen nach Zahlen ein bisschen für mich entdeckt. Ich weiß, Rentner-Hobby, aber irgendwie ist das sehr beruhigend. Und beim Diamond Painting, ja, habe ich, wie gesagt, ich habe mal so ein ganz kleines Bild halt gemacht. Machen alle Diamond Painting, nur ich kriege das nicht mit? Nummer 1. Habe ich Diamond Painting falsch verstanden? Das ist Washi-Tape. Klingt komisch, ist aber so. Mit Einhörnern und Eiscreme und Torte und Believe in Miracle und Regenbogen und Katzen und Pink. Picmondo, was ist denn Picmondo für eine Seite? Picmondo ist eine Seite, ich kann es auch nicht vorher, das ist so... Ja, das ist so alles. Da ist Diamond Painting, da ist Malen nach Zahlen, da ist Scratch Painting. Also so eine kreative Bastelseite. Malen und basteln. Und ob wir jetzt mit Diamond Painting anfangen können, sehen wir, wenn das Licht angeht. Was soll das sein? Die Diamond Painting Profis unter euch wissen natürlich sofort, dass das wahrscheinlich ein Tool ist, was man fürs Diamond Painting benutzt. Also hier haben wir so einen Bürstenkopf und da ist so eine kleine Hand. Perfekt, um einen Tisch vorzubereiten. Ich möchte Diamond Painting machen. Bitte gib mir Diamond Painting Sachen. Türchen Nummer 3. Ich habe mich so auf Diamond Painting gefreut. Das ist ein Schneemann. Ein Schneemann mit so einem Magnet. Ich weiß nicht, wofür der sonst gemacht ist. Kleiner Sidekick. Wir lassen uns natürlich nicht beirren, denn jetzt kommt Diamond Painting in Türchen Nummer 4. Ja! 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 Check your body out, dude. In wirklich sehr unweihnachtlichen Farben. Ich bin mal gespannt, was einem noch erwartet. Es sind halt so Quadrate, die aussehen wie kleine Diamanten. Damit malt man. Falls ihr von Diamond Painting noch nicht drauf gekommen seid. Nummer 5. Ich habe das Gefühl, ich sage seit 10 Minuten nichts anderes außer ja. Hier haben wir einen Trichter. Es ist ein Trichter wahrscheinlich, den man braucht, um vielleicht da irgendwie wieder was zu füllen. Das ist doch langweilig. Na gut, wir machen mal weiter. Es ist Nikolaus. Wir gehen zu unserem Adventskalender und freuen uns über... Also das erkennt ein Diamond Painting Profi ja sofort. Verschiedene Größen von so Aufpickern, dass man halt in einer extrem schnellen Geschwindigkeit das so randingsen kann. Nimmst du deine Diamonds, klack, machst du sie da drauf. Mein Gott, ist dieser Adventskalender unspektakulär. Ich hoffe, die Diamond Painting Community ist nicht ganz so wie die K-Pop Community. What are we here? An angry mob. Also wenn ich etwas sage, was euch nicht gefällt, es tut mir leid. Ich bin hier neu im Game, okay? Ich werde es schon noch checken. Boah, Türchen Nummer 7 ist ein riesengroßes Türchen. Das macht uns Hoffnung. Der hält wie bei diesem Arktos-Spiel. Kennt ihr noch bei Disneys Toy Club das Arktos-Spiel? Genauso funktioniert dieser Kalender. Da kann sich Paul Valentine mal eine Scheibe von abschneiden. Und an dem könnt ihr erkennen, was ich meine mit Kitsch, aber auch irgendwie schön. Aber auch Kitsch. In Nummer 7 befindet sich... Jawollo! Ein Pen-Cutter. Stiftschneider. Was ist das denn, ey? Ich weiß nicht, ob diese Spitze da oben drauf ein Produktionsfehler ist oder ob das...
absichtlich so eine ganz kleine Spitze hat. Ich glaube, das ist ein Produktionsfehler. Und ich verstehe nicht, hier sind die Diamonds, hier sind sie rund, dort sind sie quadratisch. Gibt es verschiedene Arten von Diamonds? Ja, aber so, guck mal, das ist doch, was ich erwartet habe. Weihnachtliche Motive und dass man frech drauf los painten kann. Wir machen mal den Tannenbaum hier, okay? Okay, das ist... das erinnert mich an die Kaugummis, die man immer so kaufen kann. Mir fällt gerade auf, ich habe für dieses Video wahrscheinlich eine viel jüngere Zielgruppe am Start. Deswegen... Hallo Kinder! Heute machen wir Diamond Painting. Unser erstes Motiv ist ein Tannenbaum. Den stellt man sich immer an Weihnachten auf. Hier haben wir unsere komische Klebemasse, wo wir immer unseren Stift reinstecken müssen, damit wir so schön Gummi dran haben, dass das die Diamonds schön aufhebt. Ah ja, und das hier klebt. Wir fangen mit den Sternen an. Ja, mehr brauche ich nicht. Nun nehmen wir unsere Klebemasse und dann stecken wir da so schön unseren Stift rein. Und dann haben wir diese Klebemasse vorne an unserem Stift. Ich glaube, das ist so, wie es funktioniert. Und dann geht's los. Richtig spektakulär. Bam. Oh, ich erinnere mich, dass es Spaß macht. Oh mein Gott, das war amazing. Wow. Oh, von Haar brauchen wir ganz viel. Eigentlich ist das ja was, was man in Ruhe machen sollte, oder? Wow, bin ich entspannt. Nein! Ich liebe es. Oh, hier ist ein bisschen Gummi drin. Ist ja noch leichter als Malen nach Zahlen, gell? Noch zwei Stück. Habe ich euch eigentlich schon mal gesagt, dass ich meinen Job liebe? Da ist es schon vorbei. Boah, ich bin richtig wie in so Trance. The prophecy is true. Ich weiß nicht, wie ich gleich noch die anderen Türchen aufmache. Boop, 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 boop. So, und jetzt haben wir die coolsten Diamonds, weil es literally Diamonds sind. Glitzersteine. Echte Rubine. Das ist ein dicker Boop. Oh, sehen die schön aus. Und der letzte. Boop. Oh mein Gott. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An die Swarovski-Sticker. Sind Sticker. Es ist sehr lustig gerade, dass es Swarovski auch geschafft hat, Sticker reinzumachen. Einziger Unterschied, Swarovski-Sticker haben 50 Euro gekostet. Oh, die sind durchsichtig. Ja. Als Kind hätte ich das geliebt. Ist das cool? Oh mein Gott. Ja, wo klebe ich den jetzt drauf, ist die Frage. Ich klebe es auf meinen Laptop. Ich schwör's, wenn man den nicht mehr abkriegt. Oh, schön, dann kann der... Oh, das fühlt sich voll gut an. Dann weiß ich immer, dass jetzt gerade Weihnachten ist. Ich hoffe, man kriegt den ab. Wenn nicht, dann wäre das sehr blöd. Ich muss mal ganz kurz wach werden. Dieses Diamond Painting hat mich gerade richtig eingeschläfert. Wach auf! Türchen Nummer 8. Ein Grinder, liebe Kinder. What? Mama, was ist ein Grinder? Es ist ein Grinder. What the fuck? Oh mein Gott. Ja. Es ist schlimm. Was zur Hölle soll es sonst sein? Ich habe keine Ahnung, wofür man das in der Diamond Painting World benutzen würde. Wenn jetzt im nächsten Türchen Long Pants drin. Stopp! Boah, Türchen Nummer 9 ist vollgepackt. Ich sag euch, Türchen Nummer 9 ist das beste Türchen. Beweisstück A. Guckt mal, was hier alles drin ist. Jetzt kriegen wir wieder eine zweite Schale. Ah, dann können wir auch mehrere Farben haben. Und zweimal Gummi. Und Diamonds nur in der Glitzy Edition. Die sind zum Tannenbaum aufhängen. Ich schwör's euch, Leute, das ist der Swarovski-Kalender in bezahlbar. Das sind... Wow! Egal, es hat auf jeden Fall Anhänger. Das Rentier will ich machen. Also die Diamond Painting Community ist wirklich eine ganz spezielle Community. Ah! Oh no, viel zu viele. Folie abziehen und drauf lospainten. Ist das ein toller Spaß? Uhu. Uhu. Aha. Oh, ist schon deprimierend, wenn man es daneben klebt. Aha. Oh, man muss echt konzentriert bleiben. Das ist auch auf der Rückseite. Ich kann es nicht fassen, Leute. Das ist auch auf der Rückseite.
Ich fülle mal was von meinem Glibber hier nach. Frisch aufgefüllt, geht's weiter. Hey Vanessa, teste doch mal den Diamond Painting Adventskalender. Das ist so spannend, dir dabei zuzugucken, wie du Diamond Painting machst. Brauch eh. Ich hoffe, die sind nicht abgezählt. Man darf bloß keinen verlieren. Oh mein Gott, dauert das lang, ey. Es ist fertig. Ich habe dafür eine Stunde gebraucht. Eine Stunde. Aber man kann sagen, es sieht jetzt richtig cool aus. Nice. Irgendwann war ich nur noch wie so im Tunnel und war so Diamond, Diamond, Diamond. Der Beruf war mir zu monoton. Ich habe nichts mehr gefühlt. Das ist aber saugut. Ich habe auch an nichts gedacht. Meine einzigen Gedanken waren Diamond. Die moderne Art zu meditieren. Meditieren ist nämlich sehr schwer. An nichts zu denken ist die höchste Kunst. Und ohne Übung ist es so schwer. Who are you? Aber hiermit nicht. Hiermit geht's super leicht. Was machen wir jetzt? Ich packe diesen Kalender gefühlt seit 2 Stunden aus und bin bei Türchen Nummer 8. Noch mehr Magneten! Oh mein Gott, sieht das cute aus, aber wofür? Da sind so Boxen mit so Motiven drin. Die haben wieder so ein Magnet dran. So macht ihr aus jedem Pulli einen Weihnachtspulli. So bescheuert. Hä? Christmas Sweater. Nummer 11. Oh, bitte nicht nochmal Diamond Painting. Bitte gib mir Diamond Painting Sachen. Die verstehe ich aber nicht. Jetzt sind da random nochmal grün und orange drin. Und wir hatten, also... Ist das so zum Freestyle Diamond Painting? Halbzeit! Oh, großes Paket. Großes Paket. Türchen Nummer 12. Und da drin. Oh ja, oh super. Oh super. Oh, oh mein Gott. Ja, das kann ich nicht machen. Das ist leider nicht drin, ne? Wie cool. Oh. Hier ist einmal das Standard-Equipment drin. Mit dem Pen, mit der Schale und 2 Herzen. Ah ja, das Gummizeug. Tüten, um die Diamanten da reinzupacken, wenn man sie benutzt hat. Ganz viele Diamonds mit auch so ultra-special Farben. Die sehen ja cute aus. Und quadratisch. Ah, ja, hier macht es mehr. Bei diesem Motiv macht dieses mehrere auf einmal kleben natürlich Sinn. Weil hier sind die alle direkt nebeneinander. Da kann man reinrödeln, ne? Da ballert man dann 5 auf einmal. Das Motiv ist so süß. Ich bin Diamond Painting Fan. Verstehe nur nicht, was macht man dann mit dem Rand? Macht man da ein Passepartout drüber? Wahrscheinlich, ne? Wenn man sich das einrahmen möchte. Tolles Türchen Nummer 12. Riesengroßer Spaß. So, Nummer 13. Das ist dieses Gummi, was man sich in diese Spitze macht. Das war aber literally im Türchen vorher drin. Also ja, ich verstehe, dass man das vielleicht zum Nachfüllen viel braucht, aber direkt dahinter dann nur das. Nummer 14. Ja, ich meine, das ist Zeug, das braucht man für Diamond Painting. Ein Stickerheft, wo man wahrscheinlich auf die Tüten, die man ein Türchen vorher bekommen hat, diese beschriften kann. Aber dann würde ich das lieber so als ein Türchen machen und nicht das eine so vollballern mit Zeug. Ich weiß nicht. Dieser Kalender ist ein Auf und Ab der Gefühle. Nummer 15. Tolle Farben, sage ich ja gar nichts dagegen, ne? Die glitzern sogar schön. Aber was haben die jetzt denn damit zu tun? Ist das wirklich Freestyle Diamond Painting? 16! Irgendwann ist gut mit denen. Ich habe schon 4 oder 5 Motive. Jetzt bekomme ich auch noch diese zum Aufhängen mit den nochmal 4 Stück davon. Und mit nochmal dieser Wanne und natürlich den Diamonds, den passenden. Werde ich auch nicht machen. Bitte gib mir Diamond Painting Sachen. 17. Random. Einfach nur weiße Diamonds. Ist es so ein Ding bei der Diamond Community, dass weiß immer fehlt oder man es verliert? Oder ist das irgendwie eine Sammlung? Ich lasse mich mal noch überraschen, weil diese random Diamonds, die machen für mich noch gar keinen Sinn. 18. Also jetzt hat man wirklich genug Stifte. Am Anfang habe ich schon einen bekommen, dann habe ich zwischendurch noch in diesem Set 1 gekriegt. Und jetzt kommt aber der
Das ist der Profi-Stift. Ja, Mann, so kann man es viel besser greifen. Oh, 19 ist wieder groß. Yay! Yay! Na, natürlich wieder ein großes Motiv. Ich hab es doch geahnt. Eine Freestyle-Matte. Ohne Motiv. Hier kann man wirklich Diamond painten, was man will. Gerade so zur Weihnachtszeit, wenn ich vielleicht selber ein Weihnachtsmotiv machen möchte. Was will ich dann mit diesen Farben? Das sind Neonfarben. Wir sind in den 20ern angekommen. Ja, also ich dachte, ich habe wieder das Gleiche gekriegt, aber nein. Das sind quadratisch weiße Diamonds. Das sind runde. 21. Why? 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 Ehrlich, ich weiß es nicht. Ja, man könnte diese Diamonds da reinmachen, aber dafür hat man auch diese Tütchen bekommen, die ein bisschen mehr Sinn machen. Oder das macht natürlich auch Sinn. Und sie sind wie eine andere Form von diesen großen, wo die Magnete drin waren. Aber hier ist nichts drin. Nummer 22. Tada! Oh Mensch, jetzt hat man schon seine Freestyle-Matte bekommen. Und dann kommen da noch Farben. Ja, blöd, ne? Da weiß man auch nicht, wie man das sortieren soll. Ich liebe dieses Holo-Schimmer auf den Stein. Das vorletzte Türchen. Türchen Nummer 23. Es ist eine Spitze. Für was? Für nichts, was wir hier haben. Es ist so eine Spitze zum Ranschrauben. Warum ist da kein Stiel dran? Warum kann ich das nicht greifen? Warum ist es nicht einfach ein ganz normaler Stift? Warum ist es ein Aufsatz? Für was ist es ein Aufsatz? Ich habe nichts, wo ich das draufsetzen kann. Ich hoffe, dieses Rätsel wird jetzt in Türchen Nummer 24 gelöst. Hey, und falls ihr denkt, aber was kriegen wir denn aus dieser ganzen Geschichte? Natürlich das pinke, bunte Einhorn Cute Cupcake Washi Tape. Das geht hier in diese Box rein. Denn da sind alle Produkte drin, die ich aus den Adventskalendern rausgeholt habe. Und was mache ich mit diesen Produkten? Ich verlose sie auf Instagram. Ungefähr Mitte November wird es eine Verlosung auf meinem Instagram-Account geben. Und dort könnt ihr dann mitmachen und dann vielleicht einen originalen Malwan-Adventskalender gewinnen. Also original, ne? Und jetzt gehen wir zu unserem Adventskalender. Es ist der 24. Es ist Christmas. It's Christmas in my heart. Meine Finger tun schon weh vom Diamond Painting. Und jetzt gibt's eine ordentliche Bescherung. Auf jeden Fall etwas zu tun über die Weihnachtsfeiertage. Man denkt ja immer, man macht da viel. Okay, nee, ich bin raus. Sorry, was war denn das eben gerade? Okay, also, schön. Wir haben hier ein tolles Motiv. Ein Elch. Die Diamonds dafür. Natürlich braucht man, weil das wieder hier komplett ausartet, natürlich Tüten. Jetzt bekommen wir nochmal so ein Set, wo ich mir denke, wir haben doch eins. Und jetzt kommt das Highlight. Wir kriegen den Profi-Stab. Was ist an diesem Profi-Stab dran? Diese gottverdammte Spitze. Ist das eine Ersatzspitze? Ich glaube, das ist eine Ersatzspitze. Das ist eine Ersatzspitze. Okay, Ersatzspitze. Warum ist sie ein Türchen? Aber dieser Stift, das sieht danach aus, dass man sehr viel Diamond-Painting machen kann. Aber ist doch schön. Ist doch toll. Jetzt brauchen wir ein Fazit, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Nee. Das Ding ist, Washi-Tape hat mich komplett verwirrt. Manche Türchen haben mich komplett verwirrt. Zum Beispiel haben wir, also hier, dieses Türchen. Was soll das? Das sind runde Diamonds. Als einzige, die man einfach so bekommen hat. Auf dieser Fläche sind Quadrate drauf. Und alle anderen Diamonds, die man bekommen hat, sind quadratisch. Außer die. Diese Ersatzspitze. Diese Herzen, die man eh schon zweimal bekommen hat in diesem Set. Und das Washi-Tape. Diesen kleinen Besen habe ich mittlerweile verstanden. Die Diamonds sind wirklich schwer von A nach B zu kriegen. Wenn ich einmal Diamond-Painting machen wollen würde, dann würde ich mir lieber ein Bild kaufen und dieses Diamond-Painting machen. Das hier ist wirklich für Diamond-Painting Ultra-Fans. Aber wenn du ein Diamond-Painting-Ultra-Fan bist, dann hast du wahrscheinlich schon diese Sachen. Deswegen ist es für mich sehr schwer zu verstehen, warum man diesen Adventskalender kaufen sollen würde. Als Starter-Set ist das auch gut. Ich weiß es nicht. Es sind 129 Euro. Man muss schon wirklich richtig Bock drauf haben. Voll nervös. Er ist nicht schlecht, aber er ist auch jetzt nicht überragend gut. Aber ich muss sagen, Diamond-Painting ist wirklich sehr entspannt und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch nochmal zu machen, off camera. Ich sag euch jetzt nicht, ich bin hin und her gerissen. Ich finde den Kalender irgendwie gut, irgendwie auch nicht. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht sind da ja ein paar Diamond Painting Profis, die ein bisschen mehr dazu sagen können. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal wieder.